Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Dynamite und natürlich von Rampage. Und ich glaube, die Nightmare Factory ist auch wieder am Start. Also wieder eine pickepacke vollgepackte Sendung. Wir starten mit Dynamite und hoffentlich mit einem besseren Sound. Beim letzten Mal war es ja wohl nicht zu überhören, dass das Mikrofon geknackt hat. Ich weiß nicht warum. Das ist ein neues Mikrofon übrigens. Ich habe das Mikrofon ausgetauscht, es ist nagelneu und es passiert das Gleiche. Ich hatte die ersten drei Wochen, kann man sagen, kein einziges Problem damit und auf einmal fängt es wieder an. Es kann also nicht am Mikro liegen. Es ist nicht möglich, dass es am Mikrofon liegt. Es könnte am Kabel liegen, es kann am USB-Anschluss liegen, ich habe keine Ahnung. Es kann auch irgendwas komplett anderes sein. Also den Fehler zu finden, warum es knackt, ist, weiß ich nicht. Ich bin halt ein Laie, ne? Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, warum das knistert. Ich habe schon alles Mögliche versucht, alle möglichen Foren durchforstet, woran es liegen könnte, Fehlerquellen ausgeschlossen. Aber dann gibt es natürlich auch irgendwelche Sachen, die sich nicht vertragen und was weiß ich, was da wieder reinspielt. Manchmal kommt ein Knacken, manchmal nicht. Anscheinend muss ich damit leben, bis ich mir irgendwann einen neuen Rechner hole und dann hoffentlich dieses Problem nicht mehr habe. Das Problem hatte ich auch nicht von Anfang an, es ist irgendwann aufgetreten. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir hier ohne Knacken und irgendwelchen großen Soundproblemen durchkommen. Es passiert jetzt nicht so oft, ne? Also ist ja jetzt nicht jede zweite Folge irgendwie verkackt, aber hoffen wir einfach das Beste. Wir beginnen mit Dynamite, mit der Pre-Show und sehen hier Bea Priestley gegen Heather Monroe. Heather Monroe, leider kein Bild drin, aber die hat man auch schon das ein oder andere Mal bei, zumindest bei Dark gesehen. Ich weiß nicht, ob sie schon mal bei Dynamite dabei war. Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass die beiden hier überhaupt keine gute Chemie miteinander haben. Und Heather Monroe war auch noch schlecht drauf, hat aber trotzdem eine 22er Performance hingelegt und Bea Priestley eine 63. Beide wären wahrscheinlich noch eine Ecke besser gewesen. Zum Glück ist das nur ein Pre-Show-Match hier. Und Bea Priestley kann sich hier auch nach 9 Minuten 53 durchsetzen. Gesamtrating 49 ist natürlich ziemlicher Crap, aber wie gesagt, Pre-Show nicht so schlimm. Wir machen weiter mit dem nächsten Pre-Show-Match. Und da haben wir Tag-Team-Action, die Mercenaries. Und das ist ein schönes Match, ein 62er Gesamtrating. Die Mercenaries gegen Chavo Guerrero Jr. und Ricky Reyes. Also Local Talents am Start und auch noch bekannte Gesichter. Ricky Reyes kann man auf jeden Fall kennen. Chavo Guerrero sollte man eigentlich kennen. Ja, die Mercenaries setzen sich nach 11 Minuten 41 durch. Cody Hall besiegt Ricky Reyes nach dem Wrecking Ball. Cody Hall eine 80, Bad Bones eine 74. Beide Mercenaries hier sehr, sehr gut. Ricky Reyes 23, Chavo Guerrero eine 30. Und Cody Hall war noch nicht mal so gut drauf. Das ist auch immer so ein Problem, ne? Immer so ein Risiko, wenn man dann irgendwas Spezielles bookt in diesem Match. Ist jetzt nicht gewesen, aber dann, und dann ist einer nicht so gut drauf, dann kann das Ganze natürlich auch schnell ins Negative kippen. 62er Rating ist hier aber auf jeden Fall ein sehr gutes Rating und ein schönes Pre-Show-Match. Und ich habe natürlich die Nightmare Factory nicht vergessen, denn die bekommt jetzt auch mal ein richtig dickes Match. Zumindest was die Besetzung angeht, nämlich ein Three-Way Tag-Team-Match zwischen Sifa Fatu und Hikuleo gegen Glamorous Roddy und Jack Quinn. Also eigentlich Glam Quinn als Tag-Team unterwegs und Andy Dalton zusammen mit Cooper Jones. Gucken wir einfach mal auf die In-Ring-Performances. Hikuleo mit einer 35, Sifa Fatu mit einer 31, Jack Quinn 25, genauso wie Glamorous Roddy und Cooper Jones 26, Andy Dalton 27. Also, ja, Sifa Fatu und Hikuleo waren unsere beiden Besten hier und sie durften auch gewinnen. Sifa Fatu pinnt am Ende nämlich Jack Quinn und sichert sich hier den Sieg im Three-Way Tag Match aus der Nightmare Factory. 30er Gesamtrating. Ist okay, ist auf jeden Fall ein schönes Match, coole Besetzung, schön, dass wir die Leute hier mal wieder bei Dynamite ein bisschen pushen konnten und wir gehen rein in die Masse, rein in die Hauptshow von Dynamite und rein mit einem sehr guten 83er Segment, denn wir haben hier Brody Lee nach
ja, einigen Wochen, wo er sich nicht gemeldet hat. Er hat ja gesagt, er wird sich Bedenkzeit nehmen. Und ja, Renee Young ist bei Brody Lee und er bekommt einige Fragen gestellt natürlich. Unter anderem, wie sieht denn sein Entschluss aus? Er hat ja gesagt, dass sein Führungsstil vielleicht nicht mehr, ja, auf dem Stand der Zeit, auf dem, ja, auf, im richtigen, im Geist der Zeit ist. Ja, vielleicht ist er der falsche Mann für den Dark Order, auch wenn die Mitglieder vom Dark Order das komplett anders sehen und hinter Brody stehen. Und Brody Lee schaut Renee Young einfach nur an und dann sagt sie, okay, gut, ich frag einfach mal was anderes, denkt sie sich und fragt, wie er denn den Dark Order aktuell findet, jetzt wo er ungefähr einen Monat rund ohne Führungskraft da war, wie er sich denn geschlagen hat. Er hat ja Siege und auch Niederlagen einstecken müssen, aber positioniert sich hinter ihn. Und auch hier Brody Lee, nö, keine Reaktion, hört einfach weiter zu und schaut Renee Young mit komplett ausdruckslosem Gesicht und leerem Blick an. Und sie weiß auch langsam nicht mehr, was sie sagen soll und kommt ein bisschen ins Stocken und denkt sich, nach dem Titelverlust wollen sie vielleicht wieder an einen weiteren Title Shot haben, wieder Gold um die Hüften. Ja, und auch da bleibt Brody Lee einfach komplett ohne jegliche Mimik und beantwortet somit keine einzige Frage und verlässt den Interviewraum. Und ja, trotzdem ein 83er Segment. Brody Lee macht das sehr gut, also schauspielerische Leistung von Brody Lee ist on top. Und ja, Renee Young ist ein bisschen verwirrt und eigentlich hat sie nichts falsch gemacht, sondern sie hat die Fragen gestellt, auf die eigentlich alle eine Antwort wollen, aber Brody Lee antwortet ihr einfach nicht und verlässt den Raum. Und wir sind alle genauso schlau wie vorher, außer dass wir ein sehr starkes erstes Segment hier bei Dynamite haben. Also Brody Lee, man weiß immer noch nicht, was los ist. Ich meine, sein Dark Order steht hinter ihm. Gefestigt. John Silver wurde zusammengeschlagen, liegt im Krankenhaus. Man weiß noch nichts Genaues über seine Verletzungen. Wie lange wird er ausfallen? Das alles, er wird es registrieren, Brody Lee. Aber ob es ihn auch irgendwie berührt, kann man hier in diesem Segment nicht feststellen. Was wir aber feststellen können, ist In-Ring-Action. Und die haben wir jetzt im Programm in unserem Opener. Und unser Opener ist durchaus ein sehr solider Opener. Und zwar haben wir Bloodline gegen die Best Friends, ein Trios-Match. Und da haben wir Ricky Knight Jr. mit einer 67, Jesse Windham 63, Colton Gunn 68, Orange Cassidy 72, der beste Mann hier, was die In-Ring-Performance angeht, Trent mit einer 68, genauso wie Chuck Taylor. Also ein sehr, sehr ausgeglichenes Teilnehmerfeld. Orange Cassidy sticht ein bisschen ins Positive heraus, Jesse Windham ein bisschen ins Negative. Aber insgesamt, denke ich, ist auch das Rating von 68 völlig in Ordnung und Bloodline schafft es auch, die Best Friends zu besiegen, nachdem Colton Gunn Orange Cassidy gepinnt hat. Und somit geht The Bloodline siegreich aus diesem Trios-Match hervor, ohne die Beteiligung von ihrem Anführer Brian Pillman Jr. Und Bloodline ist noch nicht fertig, sondern ja, sie wollen noch ein bisschen Dampf ablassen im darauf folgenden Segment. Denn Windham und Ricky Knight fixieren die Best Friends. Sie sind fertig nach dem Match, einer nach dem anderen. Und Colton verpasst jedem von ihnen einen Fame-Asser. Also den Finisher seines Vaters Billy Gunn, den er hier adaptiert für den Nachgang, sagen wir es mal. Also Chuck Taylor, Trent und Orange Cassidy werden mit dem Fame-Asser abgefertigt. Alle sehen hier sehr gut aus. Also was heißt alle, die hier positiv erwähnt werden natürlich, die anderen sehen aber nicht schlecht aus. Trent, Chuck Taylor, Colton Gunn und Jesse Windham. Schönes Segment, 66 ist natürlich jetzt nicht, reißt nichts vom Hocker und kommt nicht mal ansatzweise an die Darbietung von Brody Lee und Renee Young heran. Aber trotzdem sehen wir hier, Bloodline macht ernst. Sie schrecken nicht davor zurück, die Best Friends im Nachgang des Matches zu attackieren, nein, sondern auch noch
dieses pikante Detail, dass man es mit dem Fame-Esser macht, um natürlich weiterhin Billy Gunn zu provozieren, der ja schon den ein oder anderen Faustschlag im Gesicht einstecken musste von seinem Sohn, vom schwarzen Schaf Colton Gunn. Also hier, ihr Siegeszug geht auf jeden Fall weiter. Bloodline weiterhin im Aufwind. Weiter geht's dann mit einem weiteren Match. Und zwar haben wir Sean Spears gegen Dustin Rhodes. Und da habe ich extra nachgeguckt, weil ich dachte, ich hätte dieses Match bestimmt schon mal gebookt, aber habe ich nicht. In der ganzen Zeit, wo das Projekt läuft, gab es dieses Match nicht ein einziges Mal. Und deswegen dachte ich mir, ey, wir können es einfach mal bringen bei Dynamite. Sean Spears mit einer 75, Dustin Rhodes mit einer 74, insgesamt auch eine 74. Also bin ich hier komplett zufrieden. Beste Match des Abends, war jetzt nicht so schwer, eine 68 zu toppen. Aber trotzdem sehr schönes Match der beiden. Und Sean Spears setzt sich gegen Dustin Rhodes mit dem Reverse Death Valley Driver durch. Also mit dem C4. Wichtiger Sieg für Sean Spears, der ja auch ein bisschen, ne, er hat zwar den TNT-Title gewonnen, hat aber nur eine sehr kurze Regentschaft gehabt. Ich glaube, nur 2 Titelverteidigungen hat er geschafft, bis er den Titel an Darby Allin verloren hat. Hat dann auch noch das Rückmatch gegen Darby Allin verloren. Also Sean Spears muss mal wieder einen Sieg einfahren und das hat er hier gegen Dustin Rhodes geschafft, auch noch gegen einen doch namenhaften Gegner nach 11 Minuten 31. Sehr schön, guter Sieg für Sean Spears und ein Sieg für den Dark Order. Also wieder ein Sieg, den Brody Lee hier zur Kenntnis nehmen wird. Und ich würde sagen, weiter geht's mit dem nächsten Segment. Und da haben wir Brandi Rhodes zusammen mit Tony Khan. Und sie reden, beziehungsweise sind im Krankenhaus bei John Silver, also ein Video wird quasi eingespielt. Und es gibt ein Verletzungsupdate. Die beiden sind offizielle, also er ist der Eigentümer und Brandi Rhodes natürlich der Chief Officer hier bei All Elite Wrestling. Also zwei sehr hochrangige Persönlichkeiten, die auch persönlich bei John Silver vorbeikommen. Und ja, das Update heißt, es gibt mehrere Rippenbrüche bei John Silver zu verzeichnen und die werden ihn auch noch eine ganze Weile außer Gefecht setzen. Aber es sind jetzt keine so schwerwiegenden Verletzungen, dass seine Karriere oder so in Gefahr wäre, das natürlich nicht. Aber die Baseballschläger-Shots vom Stinger, die haben schon ordentlich Wirkung gezeigt und damit ist John Silver erstmal raus, ja, das wussten wir auch vorher schon, dass der so schnell wahrscheinlich nicht wiederkommt. Jetzt haben wir zumindest ein Verletzungsupdate. John Silver hat sich mehrere Rippen gebrochen. Brandi Rhodes sieht hier sehr, sehr gut aus in diesem Segment. 74er Gesamtrating ist, glaube ich, auch okay. Ja, John Silver wird es ein bisschen runterziehen, Tony Khan und Brandi wieder ein bisschen hoch. Also 74 ist ein sehr gutes Segment zwischen den Beteiligten. Weiter geht's mit In-Ring-Action und mit dem ersten Match aus dem Tag-Team, aus dem Women's Tag-Team-Title-Tournament. Nicht einfach ein Tag-Team-Tournament, sondern es geht um den Women's-Title. Und ja, in der ersten Runde treffen Ty Jay auf Maika und Mia Yim. Das war soweit bekannt. Mia Yim und Maika beide mit einer 68. Anna Jay hat immer noch den neuen heißen Move. Ty Conti mit einer 75 und Anna Jay mit einer 77. Anna Jay hier also die beste Performerin. Und ja, Ty Conti schafft es auch nach 12 Minuten und 2 Sekunden Maika zu pinnen und somit den Sieg für Ty Jay einzufahren. Und das heißt, Ty Jay sind im Halbfinale. Das ist ja bereits das Viertelfinale. Wir haben ja nur 8 Teams und das bedeutet, Ty Jay bereits im Halbfinale. Maika und Mia Yim müssen eine Niederlage einstecken. Mal wieder. Also so richtig läuft es nicht mit den beiden. So richtig läuft es nicht, aber zumindest ihre In-Ring-Performance sieht doch sehr ordentlich aus in diesem Match. 71er Gesamtrating und Ty Jay eine Runde weiter. Wir machen auch eine Runde weiter, nämlich mit dem nächsten Segment. Und da haben wir, ja, Path of Gold, also Katrina, der Pharao, Will Ospreay und Parker Boudreaux. Ja, Katrina, Pharao und Will Ospreay bekommen hier einen Bonus. Parker Boudreaux ist weder gut noch, also ist nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht in diesem Segment. Und sie sagen, dass Pac und Phoenix sich gut überlegen sollten, ob
sie weiterhin so nah an Pentagon Juniors Seite sein wollen, ob sie ihm folgen, ob sie Grenzen überschreiten wollen, denn sie waren kurz davor, ihre Masken zu verlieren. Rey Fenix und Pentagon, und sie haben es einzig und alleine Pack zu verdanken, dass man ihre Gesichter nicht gesehen hat. Und sie macht hier einfach nochmal klar, dass es ihr vollkommen egal ist, wenn Pentagon die Identität des Pharao preisgibt, dann werden sie dafür sorgen, dass man auch seine Identität öffentlich macht. Und wenn sie das mit Gewalt machen müssen, also hier nochmal eine klare Drohung an Pentagon, aber auch eine klare Drohung an Fenix und Peck. Also hier müssen alle Beteiligten, müssen sich mal wieder ein bisschen beruhigen. 79er Gesamtrating hier in diesem Segment, zweitbestes Segment des Abends. Das kann sich sehen lassen. Also klarer Standpunkt, und davon rücken sie auch nicht ab. Katrina, ja, sie macht hier schon, sie leistet gute Arbeit. Ne? Der Pharao, man weiß immer noch nicht, wer es ist. Dann haben wir Will Ospreay, absolut Top-Wrestler, und Parker Boudreau, ein mega Youngster, wo man durchaus auch viel mehr rausholen könnte, als das bei NXT 2.0 gerade passiert. Denn da finde ich Harland, wie sie ihn ja dort nennen, nicht mehr Parker Boudreau, sondern Harland. Also der einzige Harland, den ich kenne, der spielt bei Borussia Dortmund. Da finde ich ihn schon sehr stumpf bis jetzt. Sehr stumpf. Warten wir mal ab, was sie noch aus ihm machen. Also Potenzial ist auf jeden Fall da, aber abwarten. Vielleicht machen sie es auch, damit man eben nicht diesen Next Brock Lesnar in ihm sieht, wenn er so ein eigenartiges Gimmick hat. Vielleicht deswegen. Es wäre zumindest der einzige Gedanke, den ich gelten lasse. 79er Rating, ich bin zufrieden, und hoffentlich sieht das auch bei dem nächsten Match so aus. Und das sieht absolut so aus. Das ist nämlich das beste Match des Abends bisher. Und da haben wir Sting und Darby Allin gegen den Dark Order. Ja, sie haben es ja gesagt, sie wollen Rache üben für John Silver. Oh, wir sehen hier, dass Stu Grayson und Evil Uno eine exzellente Chemie miteinander haben. Und Evil Uno eine 74 und Stu Grayson eine 75. Es ist endlich mal, dass sie sich annähern. Evil Uno deutlich besser als sonst. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht auch einfach mal Glück. Einfach mal einen guten Abend erwischt. Darby Allin mit einer sehr starken 82 und Sting mit einer famosen 92. Insgesamt 82er Gesamtrating, glaube ich, geht auch klar. Ein ja, deutlich besserer Sting. Ne? Darby Allin auf 82, dafür zwei schwächere. Wobei 74, 75 immer noch sehr, sehr gute In-Ring-Performances sind. Müssen wir uns nichts vormachen. Das ist ganz, ganz stark von Stu Grayson und Evil Uno. Und deswegen auch ein sehr gutes Rating. Und wir sehen hier ein super Match. Und Heat sehen wir eigentlich nicht. Wir sehen nur, dass Sting das Match auf seinen Schultern trägt, was schon ein bisschen crazy ist. Aber sei es drum. Darby Allin ist derjenige, der den Coffin Drop gegen Evil Uno durchsetzt und somit den Sieg für Sting und Darby Allin holt. Also Sean Spears sorgt für hoffentlich positive Emotionen bei Brody Lee, während Stu Grayson und Evil Uno eher negative Emotionen hervorrufen dürften und ausgerechnet gegen Sting und Darby Allin hier verlieren. Ausgerechnet vor allem gegen Sting, der ja hier John Silver in der letzten Woche ziemlich verprügelt hat. Aber nichtsdestotrotz, sehr guter, souveräner Sieg hier, 82. Und nach dem Match gibt es noch ein Segment, und da haben wir Pagano, der plötzlich auftaucht. Und die jubeln zwar, Darby Allin und Sting, freuen sich natürlich, dass sie gewonnen haben, aber Pagano platzt dazwischen und sagt, ey, du kannst dich nicht einfach aus der Affäre ziehen, Darby. Du hast zu spät reagiert, als Sting sich nicht unter Kontrolle hatte, der alte Mann. Also stichelt hier auch gut gegen den Stinger. Und du hast einfach nur zugeschaut, wie John Silver die Rippen gebrochen wurden. Er wird noch eine Weile ausfallen. Wir haben es heute gehört. Und ja, da ich nicht will, dass du dich aus der Affäre ziehst, fordere ich dich zu einem TNT Title Match heraus. Ohne Sting an deiner Seite, ohne einen Tag Team Partner, nur wir beide. Und Darby Allin
nimmt diese Herausforderung für die nächste Woche natürlich an. Ich weiß noch nicht genau, ob bei Dynamite oder bei Rampage, aber es wird nächste Woche definitiv das TNT-Title-Match zwischen Pagano und Darby Allin stattfinden. Darby Allin bekommt hier 2 Boni, Pagano ebenfalls 2 Boni und Sting bekommt auch noch einen Bonus. 85er Gesamtrating, das ist absolut fantastisch. Ich habe hier auch, ich kann es euch kurz zeigen, ne? Ich habe wieder 5 Minuten. Das ist für mich Standard, deswegen 5 Minuten bleibt 5 Minuten. Auch wenn die hier sagen, das Rating ist limitiert, weil es zu kurz ist. So, ich werde vielleicht bei Dark. Bei Dark werde ich das einfach mal ausprobieren, weil Dark haben wir hier in den Videos nicht. Da kann ich ein bisschen rumprobieren und werde einfach mal ein Segment, einfach nur als Test, mit dem Stinger ein Segment machen, was 3 Minuten geht, eins, was 5 Minuten geht und eins, was 8 Minuten geht. Das werde ich mir vornehmen für die nächste Dark-Ausgabe. 3 Minuten, 5 Minuten und 8 Minuten. Und dann werde ich mir das Dirt Sheet angucken, ob immer noch das Problem mit dem Rating ist und inwieweit sich das Rating oder wie sich das auf das Rating auswirkt. Weil dieses Rating ist ja eigentlich sehr, sehr stark, 85. Das ist ja im blauen Bereich, das ist, besser geht es nicht. Und obwohl wir eigentlich zu kurz sind und es limitiert ist, deswegen, ich glaube es nicht, weil 5 Minuten für ein Segment ist ja nur wirklich auch nicht wenig Zeit. Auch wenn man das aufs Real Life betrachtet. So, die Segmente, lange Segmente im Ring, würde ich sagen, okay, die kriegen schon mal ihre 5, 6, vielleicht 7 Minuten. Aber so kurze Interviews im Backstage-Bereich oder so, die gehen meistens 2, vielleicht 3 Minuten. Die gehen niemals 5 Minuten. Deswegen, ich bin da, weiß ich nicht, 5 Minuten reicht mir eigentlich. Wo soll ich sonst die ganze Story unterbringen, wenn ich jedes Segment auf 8 Minuten strecken muss? Dann bleibt keine Zeit mehr für gute Matches. Das ist das Problem, dann geht Dynamite 4 Stunden, damit ich alles unterbringen kann. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Hier auf jeden Fall sehr zufrieden und nächste Woche TNT Title Match. Wir machen weiter mit dem nächsten Match. Und da haben wir Sammy Guevara gegen Will Hobbs. Also mal 2 junge, aufstrebende Superstars. Will Hobbs von Team Taz mit 76, Sammy Guevara vom Inner Circle mit 78. Insgesamt eine 75, das ist wieder ein Ratingpunkt schlechter. Also mit einem Ratingpunkt kann ich auf jeden Fall leben, wenn es ein Ratingpunkt drunter ist. Es ist immer noch ein gutes 75er Match und Sammy Guevara setzt sich mit der Spanish Fly durch gegen Will Hobbs. Also eine Spanish Fly gegen Will Hobbs zu zeigen, da brauchst du aber auch Cojones, dass das ohne Verletzung durchgeht und dass Will Hobbs diese Aktion überhaupt nehmen kann. Sehr schön. Guter Sieg für Sammy Guevara, der sich hier mal wieder zurückmeldet mit einem Sieg für Will Hobbs. Ein kleiner Dämpfer, ein mini kleiner Dämpfer für Team Taz, denn für die lief es in den letzten Wochen eigentlich auch ganz gut. Sie haben zwar den Titel verloren, aber seitdem doch mehr oder weniger ihre Matches allesamt gewonnen. Egal ob Trios oder Singles Matches, das ging eigentlich relativ gut aus. Sammy Guevara, wichtiger Sieg allerdings hier für ihn. Wir machen weiter. Nächstes Segment und da haben wir MJF und AJ Styles. Naja, es ist ja so, dass sich MJF aktuell wirklich mit jedem anlegt. Egal ob egal ob Bullet Club, es ist ihm wirklich vollkommen Schnurz. MJF provoziert hier auch weiterhin Kenny Omega und AJ Styles, macht sich über sie lustig, ja, sagt, dass man ruhig alles sagen könne. Ja, es wird sowieso keine Konsequenzen haben, außer dass diese Maulhelden im Backstage-Bereich vielleicht ein bisschen rummotzen. Und AJ Styles reicht es an dieser Stelle. Er kommt raus und fordert ohne großes Geschwafel ein Match gegen MJF bei Rampage. Und MJF hat diesmal nicht nur eine große Klappe, sondern nimmt die Herausforderung für Rampage auch an. Und das bedeutet, unser Main Event für diese Ausgabe von Rampage heißt MJF gegen AJ Styles. Und das könnte sehr groß werden. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber potenziell müsste das ein gutes, mittleres 80er Rating sein. Vielleicht im blauen Bereich, dann wäre ich zufrieden. So, oder 84 würde ich auch noch gelten lassen.
Das Segment auf jeden Fall ist eine 82, das ist sehr, sehr gut. MJF wirkt wie ein echter Star in diesem Segment. Auch AJ Styles, eine fantastische Performance und hier meisterhafter Job im Improvisieren bei beiden. Und beide haben auch noch eine Catchphrase. Also AJ Styles sieht fantastisch aus, MJF wie ein echter Star. Beide sind meisterhafte Improvisatoren und beide haben eine Catchphrase. Also besser kann man ein Segment auch nicht timen und somit zu Recht der Main Event für Rampage, auf den ich mich sehr freue. Aber wir sind ja noch gar nicht am Ende der Show. Es geht ja noch weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was. Nämlich unter anderem das zweite Women's Tag Team Match. Und das ist auch sehr gut mit einer 73, obwohl die Teams zusammengewürfelt sind, außer die Maxa Queens. Denn wer aufgepasst hat, hat gemerkt, dass schon seit Wochen dieses Team besteht, ohne dass sie Maxa Queens hießen, sondern einfach als Thunder Rosa und Sexy Star unterwegs waren. Aber wirklich, das hat im letzten Jahr schon angefangen, dass ich dieses Team regelmäßig gebookt habe. Sexy Star mit einer 74, Thunder Rosa 77, Big Swall 74, richtig stark, und Tessa Blanchard 73, auch stark, ist hier sogar die Schwächste im Bunde. Und nach 11 Minuten 39 kann Tessa Blanchard Sexy Star mit dem Buzzsaw besiegen und bis 3 auf den Schultern fixieren. Und somit sind Tessa Blanchard und Big Swall als Team eine Runde weiter. Richtig gut. Und die Maxa Queens sind schon draußen. Und für, oh mein Gott, für Thunder Rosa ist das so bitter. Es ist so bitter. Sie bekommt ihren Title Shot gegen Julia nicht, weil sie es nicht geschafft hat, Serena Deeb zu besiegen. Dann regt sie sich die ganze Zeit schon darüber auf. Jetzt ist sie im Women's Tag Team Title Tournament. Ja, also TTTT. Und fliegt in der ersten Runde raus. Sie wurde zwar nicht gepinnt, aber sie fliegt raus. 73er Match, fantastisch. Tessa Blanchard und Big Swall somit ebenfalls im Halbfinale. Und wir sehen hier ein Segment, eine 78, ein richtig starkes Segment. Thunder Rosa giftet nämlich Sexy Star an, wirft es ihr vor, schiebt ihr die Niederlage in die Schuhe und macht sie richtig runter, und irgendwann gehen die Pferde mit ihr durch und sie streckt sie nieder mit einem Fujiwara Armbar, hält diesen Griff auch sehr, sehr lange, und der Griff ist gefährlich. Du kannst dich sehr leicht am Ellenbogen verletzen, besonders wenn er überbrutal durchgezogen und nicht gelöst wird, wie es in diesem Fall ist. Und wir sehen dann ganz viele Ringrichter, die zum Ring kommen. Wir sehen Bryce Ramsburg, Aubrey Edwards, Paul Turner und Rick Knox, alle sind da und schaffen es dann auch irgendwann, den Griff von Thunder Rosa zu lösen, beziehungsweise schaffen sie es, Rosa dazu zu bringen, loszulassen, indem sie auf sie einreden, immer wieder an sie rütteln, versuchen, den Griff zu lösen. Also unsere Referees heute im Blickpunkt, die hier ein bisschen was zu tun haben. Und ja, Sexy Star windet sich vor Schmerzen, wird sofort von den Offiziellen betreut, während Thunder Rosa einfach nur angepisst in den Backstage-Bereich stapft. 78er Segment, völlig verdient. Thunder Rosa flippt aus, und ja, es war dann doch ein sehr kurzes Spiel zwischen Thunder Rosa und Sexy Star als offiziell Maxa Queens, auch wenn sie länger Bestand hatten als Tag Team. Unter diesem Namen wird das Team wohl nicht mehr fortgesetzt nach der Aktion von Thunder Rosa, und weiter geht's mit dem nächsten Match, und das ist Malakai Black gegen Nick Jackson. Und auch das ist ein sehr, sehr gutes 82er Match. Wir haben hier eine 81er Performance von Malakai Black, eine 86er Performance von Nick Jackson. Wir sind ein Ratingpunkt drüber. Wir können auch hier mal kurz ins Dirt Sheet gucken. Oh, Malakai Black penalized für ein beschissenes Gimmick, könnte man sagen. Und das ist auch das Einzige, wo es ein Penalize für gibt. Okay, das werde ich mir aufschreiben, Leute. Da muss ich mal wieder zu Stift und Papier greifen. So, okay, Black kann man halt schnell schreiben. Dieses Gimmick werden wir wohl mal überarbeiten müssen, denn das Gimmick ist echt nicht gut. Sehr schade. Ich weiß auch gar nicht, was er genau für ein Gimmick hat, aber da müssen wir was machen. Schön, dass es aufgefallen ist, aber komisch, dass es hier nicht als, als Penalty vermerkt ist, dass sein Gimmick so schlecht ist. Aber nichtsdestotrotz, schlechtes Gimmick hin oder her, Malakai Black
besiegt auch Nick Jackson mit dem Ovary Death Stomp. Er hat letzte Woche Matt Jackson besiegt, er besiegt diese Woche Nick Jackson. Und das in einem sehr, sehr starken 82er Match. Und wir machen weiter mit dem nächsten Segment, denn das war's ja noch gar nicht. Denn Malakai Black schnappt sich hier das Mikrofon und verspottet Adam Page wieder ein bisschen und natürlich auch die Young Bucks. Matt Jackson wird auch verspottet, genauso wie Nick Jackson, denn er sagt, ich könnte jeden Tag Adam Page seine kleinen Bauern zertrampeln. Und das ist natürlich auch eine kleine Anspielung auf den Death Stomp, also zertrampeln. Und dieses Mal ist allerdings Page der Schnellere. Also Malakai Black ist natürlich darauf fokussiert, gerade sich über den Bullet Club lustig zu machen, aber Adam Page ist bereits im Ring, kam aus dem Publikum, ist also blitzschnell im Ring, steht hinter Malakai Black und schlägt ihm mit dem All Elite Wrestling World Title auf den Hinterkopf. Malakai Black geht natürlich sofort zu Boden und ja, rührt sich kaum noch, er hält sich den Hinterkopf, aber dieser Schlag hat natürlich aus dem Nichts einen verheerenden Schaden verursacht und Adam Page hat offensichtlich die Schnauze voll von Malakai Black, von seinem Gerede und von seinen Kopfspielchen. Jetzt sieht er Sterne und Adam Page hat mal ein bisschen was an Kopfspiele aus der Hosentasche gezaubert. 82er Match und 82er Rating ist natürlich sehr, sehr gut. Adam Page lässt sich hier nicht mehr an der Nase herumführen und ist auch ein bisschen Wiedergutmachung für die Young Bucks, die in Singles Competitions hier gegen Malakai Black den Kürzeren gezogen haben. Adam Page hat hier wird durch sein Gimmick besser, sieht hier sehr gut aus und improvisiert gut. Malakai Black ebenfalls. Excalibur ist ein bisschen zu weak, also ein bisschen zu schwach am Kommentatorenpult, was echt nicht geil ist. Ich finde, Excalibur ist hervorragend. Der ist mein Lieblingskommentator bei All Elite Wrestling, weil er einfach auch fachlich extrem viel auf dem Kasten hat. Und ansonsten natürlich Tony Schiavone einfach großartig, aber Excalibur, den mag ich schon sehr. Deswegen umso tragischer, dass er hier ein bisschen das Ganze runterzieht, aber ich glaube, die Fans in der Halle, die wird es egal sein, denn sie hören es ja nicht. So, wir machen weiter mit, ich glaube, es kommt unser Main Event. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, es kommt unser Main Event und wir haben Bryan Danielson und Chris Jericho gegen Kenny Omega und Jay White. Und was mir als erstes auffällt, ist dieses hundsmiserable, dieses Match-Rating von 81 ist natürlich ein starkes Match. Aber wir haben Jay White mit 85, genauso wie Kenny Omega und Chris Jericho. Und dann haben wir noch Bryan Danielson mit 91. Und trotzdem, liegt es wieder an der Storyline, kann das sein? Ich meine, Bryan Danielson war nicht gut drauf, hat aber die 91, also ist der Beste im Ring gewesen, obwohl er nicht gut drauf war. Wir können auch hier mal ins Dirt Sheet gucken. Penalized, ja. Wir werden auch diese Storyline wegmachen. Kenny Omega, Inconsistency, okay. Physical Ability, okay. Penalized Stamina, okay. Oh ja, wir haben einige Penalties hier. Beide Physically Ability, okay, das ist ja krass. Das ist krass, dass Jericho und Bryan Danielson die gleichen Probleme haben und Kenny Omega auch dieses Inkonsistente. Das macht mich aber ein bisschen fertig. Aber ich verstehe dann trotzdem nicht, warum ihre In-Ring-Performance so extrem gut ist. Und sie haben ja auch genug Boni alle wieder, ne? Also, ein bisschen schade wieder mit dem Rating. Also, auf dem Papier müsste das eigentlich ein lockerer 85er-Kampf sein. Aber nee, bei uns ist es nur eine 81. Trotzdem starker Main-Event, in dem Kenny Omega nach dem V-Trigger Chris Jericho pinnt und den Sieg für den Bullet Club einfährt. Ja, Niederlage für Bryan Danielson und Jericho. Die wurden ja dumm angemacht. Klar gibt es dann irgendwann das Aufeinandertreffen. Und ja, sie ziehen den Kürzeren. Der Bullet Club mit einem großen Sieg gegen sehr, sehr große Gegner. Und nach dem Match haben wir noch Danielson, der Chris Jericho auf die Beine hilft. Der hat ja gerade hier den V-Trigger abbekommen. Aber da bekommt Daniel Bryan den V-Trigger in den Nacken ab. Jericho kassiert derweil den Switchblade, als er gerade wieder auf den Beinen steht. Also hier nochmal ein 82er Segment. Chris Jericho, Kenny Omega sehen sehr gut aus. Und Jay White hier ohne
Script sehr gut. Also nochmal ein 82er Schlussakkord. Und ich würde sagen, wir finishen die Show. Gefühlt war das eigentlich eine starke Show. Besonders Segmente waren sehr stark, aber auch einige wirklich herausragend gute Matches, auch wenn wir kein blaues dabei hatten. Trotzdem war das gut und ich hoffe, wir gewinnen ein bisschen Popularität. Wir finishen die Show. Und ja, das war eine gute Show, eine 82er Dynamite-Ausgabe ist auf jeden Fall eine starke Show. Hier sehen wir nochmal die 85, das war Paganos Herausforderung an Darby Allin. Das war das beste Segment, aber natürlich auch Brody Lee mit einer 83. Das allererste Segment hat sich bis zum Ende als zweitbestes Segment gehalten. Sammy Guevara hier natürlich, Tessa Blanchard, Malakai Black 82er Match. Sting und Darby gegen den Dark Order 82er Match, Main Event ein 81er, also come on, das war schon sehr, sehr fett. Und ich würde sagen, wir gehen weiter und werden uns jetzt Rampage angucken. Ich habe natürlich alles schön gescreenshottet und wir gehen dann, ja, die Rampage-Ausgabe durch. So, und da sind wir auch schon bei Rampage und hier habt ihr auch die Bilder zu Rampage. Und wir haben in der Pre-Show, wir fangen wieder mit der Pre-Show an und haben Nyla Rose gegen Ellie. Und ja, Ellie mit einer 48 ist natürlich wirklich nicht gut. Einfach null nix gut. Und dementsprechend verliert sie auch dieses Match gegen Nyla Rose, die mit einer sagenhaften 87 glänzen kann. Und ja, viel mehr braucht man da auch nicht zu sagen. Wir gehen ins nächste Pre-Show-Match und da haben wir Christopher Daniels gegen Brandon Cutler. Eigentlich ein ganz cooles Match der beiden hier. Christopher Daniels mal in einer Singles-Competition und wir haben ein, ja, 64er-Rating ist jetzt nicht ganz so stark. Ne? Also Nyla Rose und Ellie war immerhin eine 71. Das ist durchaus noch ein gutes Rating für ein Ellie-Match. Hier haben wir eine 67er In-Ring-Performance von Christopher Daniels. Brandon Cutler immerhin 55, also schon ganz ordentlich und Christopher Daniels kann sich durchsetzen. Dann haben wir ausnahmsweise, das wird jetzt nicht die Regel sein, aber wir haben ein Nightmare Factory Match bei Rampage. Und da haben wir Paris De Silva und Aerero. Ich war mir nicht ganz sicher, wie gut Paris De Silva ist, deswegen wollte ich ihn jetzt nicht unbedingt bei Dynamite bringen. Dachte mir, ey, bringen wir die zwei Highflyer doch einfach mal für ein Pre-Show-Match, für ein Dark-Match sozusagen. Aber ich kann es nicht Dark-Match nennen, weil es eine Show gibt, die Dark heißt. Deswegen ein Pre-Show-Match. Paris De Silva gegen Aerero. Aerero mit einer 36 ist auf jeden Fall im guten Bereich und Paris De Silva nur 13. Das ist ein bisschen mau, aber Paris De Silva kann sich hier durchsetzen. Insgesamt 28er Gesamtrating ist natürlich alles andere als gut, aber naja, so ist es halt. Und damit starten wir in die Hauptshow von Rampage. Und da geht es natürlich gut zur Sache. Wir haben ein Segment mit den Good Brothers. Und naja, die fordern, dass es mal langsam Zeit wird, ein Champion-Titel-Match zu bekommen gegen die Hardy Boys. Ja, also ist ja nicht so, dass die Hardys sich einfach aussuchen könnten, wer ihre Gegner sind. Denn wir, die Good Brothers, haben durchaus auch ein Titelmatch mal verdient. Und die Hardy Boys, naja, sie sind schon ein attraktiver Gegner, denen wir auch liebend gerne die Titel abnehmen würden. Und by the way, gehören wir zum Besten, was diese Liga zu bieten hat. Also die Good Brothers vom Bullet Club stellen hier erstmal Ansprüche in Richtung Tag Team Titel. Und das kommt gut an mit einer 79, also ein starkes Rating zum Auftakt. Dann beginnen wir mit unserem ersten Match, der Opener von Rampage. Und das ist Penelope Ford gegen Paige Van Zandt. Hier setzt sich nach 11 Minuten 47 Penelope Ford durch. Beide mit einer 72er Performance. Leider hat das Match nur eine 71 bekommen, aber beide mit einer 72er Performance, also beide wirklich auch sehr stark. Paige Van Zandt, bisschen Aufwind von ihrem MMA-Fight gegen Siuri, was sie ja gewinnen konnte, aber Penelope Ford setzt sich hier im Opener durch. Dabei muss man aber auch sagen, Penelope Ford, Ex-Championess, also die weiß schon, was sie da im Ring macht und Paige Van Zandt ist trotz ihrer Ausstrahlung und trotz des Sieges gegen Siuri immer noch recht grün, muss sich ihre Sporen erstmal verdienen
Und das tut sie hier in einem sehr guten 71er Match. Dann haben wir den Stinger in einem Interview, beziehungsweise in einem, ja, in einem Segment. Und er sagt, jede Niederlage des Dark Order entzieht Brody mehr und mehr Macht. Und deswegen ist er auch so stumm. Und deswegen sagt er auch nichts. Weil er sieht, dass auf der einen Seite holt Sean Spears den Erfolg gegen Dustin Rhodes. Das stärkt den Dark Order. Besonders wenn er ohne Führungskraft rumläuft. Es ist so, als würde man ein Huhn den Kopf abschlagen. Es irrt irgendwo herum, bis es irgendwann in sich zusammenfällt. Und genau das passiert mit dem Dark Order. Denn wir haben dafür gesorgt, dass es Brody Lee wahrscheinlich wieder ein bisschen schlechter geht. Dass sein Gemütszustand wieder eine negative Tendenz einnimmt, als wir Stu Grayson und Evil Uno verprügelt haben. Und das Ganze wird noch viel schlimmer, wenn Darby Allin sein TNT-Title erfolgreich gegen Pagano verteidigt. Also Sting schießt weiter gegen den Dark Order, schießt weiter gegen Brody Lee und das in einem sehr, sehr starken 84er-Segment. Ja, also der Stinger ist hier auf jeden Fall auf Krawall gebürstet in letzter Zeit. Also gegen Evil Uno und Stu Grayson war es natürlich komplett fair. Alles war gut, es ist jetzt nicht irgendwie ausgerastet, aber gegen John Silver und die Sticheleien gegen Brody Lee und gegen den Dark Order an sich natürlich als Ganzes, na, mal gucken. Der Stinger auf jeden Fall hat Lust, Stress zu machen. Dann haben wir das nächste Match, die Dead Presidents gegen Hybrid 2. Also Fred Yeh und Lee Moriarty gegen Angelico und Jack Evans. Angelico mit einer 74, Fred Yeh mit einer 83, Jack Evans mit einer 80 und Lee Moriarty mit einer 69. Okay, Lee Moriarty ist ein bisschen schwächer als die anderen, besonders als sein Tag-Team-Partner, der einfach mal die beste In-Ring-Performance hier rausgehauen hat. Unglaublich gut, dieser Fred Yeh. Und nach 12 Minuten 6 können hier die Dead Presidents auch noch das Match für sich entscheiden. Also auch die Dead Presidents weiter mit Siegen in der Tag-Team-Division. Und Hybrid 2 muss so ein bisschen, das ist schon ein Rückschlag, denn die Dead Presidents sind halt Newcomer und die willst du erstmal in ihre Schranken weisen. Allerdings, Hybrid 2 sind nicht die ersten, die hier gegen die Dead Presidents verloren haben. 78er Match ist sehr, sehr gut, das zweitbeste Match des Abends. Wir haben ja noch den Main Event. Und zuallererst haben wir noch ein Segment und das ist echt nicht so gut. Ein 63er Segment, aber wir haben hier Pac und Rey Fénix bei Renee Young und sie sagen, dass der Path of Gold gegen jeden Ehrenkodex des mexikanischen Wrestlings geschossen hat. Das Demaskieren eines Wrestlers ist das Schlimmste, was in Mexiko, was einem Mexikaner passieren kann, wenn du ihm seine Identität raubst. Ja, du raubst ihm nicht nur die Maske, du entblößt ihn. Und das haben sie versucht mit Pentagon, mit Rey Fénix und das kann ich nicht zulassen. Und Path of Gold wird Buße dafür tun. Und der Pharao soll auch büßen, denn er ist nicht unbeteiligt. Er hat mit Hand angelegt an die Masken von Pentagon und Rey Fénix. Also auch hier klare Drohung. Katrina hat gesagt, Pac und Rey Fénix sollen sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Hier gibt es schon die Ansage zurück an Katrina. Nach dem Motto so, ey, halt den Rand. Ihr habt eine Grenze überschritten. Wir wehren uns nur. Und da hat Pac auch nicht ganz unrecht. Also der Ehrenkodex, ne, der mexikanischen Wrestler bzw. der Maskierten. Also wenn du deine Maske verlierst, ist das schon sehr tragisch. Und nicht alle heißen Rey Mysterio, die einfach wieder ihre Maske aufsetzen, als wäre nichts gewesen. Deswegen, ne, normalerweise verlierst du die Maske und dann ist die weg. Und dann setzt du sie auch nicht wieder auf. Warum Rey Mysterio jetzt wieder eine Maske hat, wird wahrscheinlich WWE zu verdanken sein. Denn bei der WCW hatte er sie nicht mehr auf. Und wenn WWE schon immer offen gewesen wäre und nicht nur sich selbst als einzige Wrestling-Liga darstellen würde, die es auf der Welt gibt, dann ja, würden sie natürlich die Story aufgreifen und sagen, ey, Rey hat seine Maske verloren, so ist Ende. Aber, naja, so ist es halt. So, wir gehen in unseren Main Event. AJ Styles gegen MJF.
Und dieses Match ist eine Urgewalt geworden. Es ist das beste Match in der Geschichte des Projekts. Das beste Match zuvor war ein 86er Match zwischen Adam Page, Cody Rhodes und Jon Moxley. Ein Three-Way-Match zwischen den drei hat es mal geschafft, eine 86 zu erreichen. Hier haben wir eine 89. Das sind einfach 3 Punkte besser. Da kommt jetzt erstmal auf längere Sicht, glaube ich, keiner ran. Das Ganze geht fast 15 Minuten. MJF mit einer 95er In-Ring-Performance. Das ist ja wohl abartig gut. AJ Styles mit einer 88 ist kaum schlechter. Ich kann kaum sagen, dass er trotzdem noch 7 Punkte schlechter war als MJF, weil sich das einfach so viel anhört. Aber auf dem Niveau ist das einfach... Das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, wenn ich jetzt sagen würde, oh, AJ Styles war aber nicht so gut. Nein, beide waren hervorragend und AJ Styles kann sich sogar durchsetzen. Und er besiegt MJF mit dem Styles Clash und holt sich in diesem unfassbaren Match den Sieg. Aber ich bin geflasht von dieser 89. Das ist überragend. Das ist überragend. Rampage stellt den Rekord auf. Ja, was soll ich sagen? Mit dem Rating bin ich absolut zufrieden. Habe ich mal ausnahmsweise gar nichts zu meckern. Wir haben die 90 noch nicht geknackt. Das wird das nächste große Ziel sein, irgendwann die 90 zu knacken. Oder einfach das nochmal zu wiederholen, weil das ist schon extrem stark. Nach diesem hervorragenden Match haben wir dann noch ein kleines Segment. Ist ein 84er Segment. AJ Styles sagt, das verdammte Großmaul brauchte dringend mal einen Dämpfer. So, es wurde ihm endlich das Maul gestopft. Und ja, MJF sieht auch alles andere als glücklich aus. Seine Siegesserie, die er hatte, und die hatte er durchaus, das waren einige Siege, die er einfahren konnte, sie ist gegen AJ Styles, dem King of Hearts Tournament-Sieger und damit vielleicht aktuell der Beste der Welt, auch wenn MJFs Performance besser war, hat er verloren. Ist jetzt keine Schande, dieser Sieg, der wird auch MJF nicht wehtun, aber ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Irgendwann ist es halt soweit. Und die Gesamtshow von Rampage ist eine 81 geworden. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten, denn da habe ich keinen Screenshot von gemacht. Es ist eine 81 und war damit auch die beste Rampage-Ausgabe. Einen Punkt besser als die bisher beste Rampage-Ausgabe. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit der Nightmare Factory. Da springen wir mal kurz hier in die Child Company. Dann ab zum Sendeplan und 45. Ausgabe vom Nightmare Ensemble. Und da haben wir in der Pre-Show Anthony Bennett und Shigehiro Erie, die Jude London und Andy Dalton besiegen. Na, Andy Dalton, 2 Niederlagen in einer Woche, das ist schon ein bisschen hart. Fuego del Sol besiegt Sifa Fatu, das ist ein überraschender Sieg für Fuego del Sol. Und Rebel Cal besiegt Lady Tapa. Dann startet unsere Hauptshow mit einem Interview unseres World Champions Mike Bailey. Mau Kurone besiegt Konami. Dann eine Konfrontation zwischen Barrington Nukes und den Ely Twins mit Alex Kane und den Fallen Ones. Und da werden wir auch noch ein Match sehen. Ein Interview mit Shotzi Blackheart, hier habe ich es nämlich schon gesehen. Alex Kane und die Fallen Ones besiegen Barrington Nukes und die Ely Twins. Also erst hier sind sie aneinander geraten, dann gibt es das Match und dann setzen sich Alex Kane und die Fallen Ones durch. Dann haben wir ein weiteres Interview mit Daniel Garcia und Nick Comorodo. Shotzi Blackheart besiegt Layla Hirsch. Killer Kelly besiegt Priscilla Kelly. Dann haben wir Daniel Garcia und Nick Comorodo, die gerade ein Interview hatten, die Cooper Jones und Hikuleo besiegen. Also Cooper Jones, Hikuleo, Sifa Fatu, Andy Dalton, alles Leute, die bei Dynamite waren, alles Leute, die hier verloren haben. Und im Main Event haben wir tatsächlich wieder ein NF World Title Match zwischen Mike Bailey, AR Fox, Chris Dickinson und Rex Steiner. Rex Steiner mit dem NF World Title Shot hat ja den Titel, also den Tag Team Titel mit Bad Company zusammen mit, wie heißt er noch? Moment, wir gucken kurz. Es kann nicht sein, dass mir das hier entfällt. Child Company Titel. Jordan Oliver, meine Güte, Jordan Oliver, genau.
Da hat er ja den Titel hier mit Rex Steiner. Also der ist schon Tag Team Champion. Und jetzt hat er auch noch das World Title Match. Ein Four-Way-Match, wohlgemerkt. Also sehr, sehr schwer für den Champion, den Titel zu verteidigen. Er hat eine 25%ige Chance und er hat sie genutzt und er hat sich durchgesetzt. Mike Bailey bleibt also unser NF World Champion in einem 69er Match. Also ich bin mal gespannt, wann die Nightmare Factory ihr erstes 70er Match schafft. 69 ist schon sehr, sehr nah dran. Ich würde sagen, vielleicht wenn Chris Dickinson nicht dabei gewesen wäre, dafür aber Daniel Garcia, dann hätte man vielleicht sogar die 70 knacken können. Aber sei es drum. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Main Event um den World Title. Gute Nightmare Ensemble Ausgabe und das soll's gewesen sein für diese Woche mit TEW 2020 und dem All Elite Wrestling Projekt. Wie gesagt, ich hoffe, es hat jetzt nicht unglaublich viel geknackt. Ich werde es leider erst gleich nach der Aufnahme sehen und drücke die Daumen, dass da der Ton mitgespielt hat. Und ja, wir überziehen heute mal nicht. Ja, wir knacken heute mal nicht die Stunde. Ist aber auch ganz angenehm, vielleicht mal zu gucken. Die letzte, die knackige Ausgabe, war ja, ich glaube, 1 Stunde 20 oder so. Also die war schon richtig, richtig lang. Aber da hatten wir ja auch ein bisschen mehr im Programm, ne? Eine Lethal Lottery zum Beispiel. Und ich glaube, es war sogar der Showcase, also die erste Großveranstaltung, wenn ich mich nicht täusche, in diesem Jahr für die Nightmare Factory. Also es war schon einfach eine große Show. Plus natürlich sehr großen Ausgaben auch von Dynamite und Rampage. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ringehauen, bis zum nächsten Mal.